wenn jemand unseren Gemeindesaal ohne Mund-Nasen-Bedeckung betritt, dann wird man ihn auf dieses für eine Pandemie unpassende Verhalten hinweisen. Schließlich wollen wir alles dafür tun, um die Verbreitung krankmachender Viren so schwer wie möglich zu machen. Die Gefahren, die mit einer Pandemie einhergehen, möchten wir möglichst aus unserem Leben verbannen. Vor diesem Hintergrund sollten wir die Entrüstung der Pharisäer verstehen, als sie sahen, dass die Jünger Jesu ihr Pausenbrot mit ungewaschenen Händen aßen. Einfach so. Markus berichtet im 7. Kapitel davon. Die Gefahr, auf die die Pharisäer hinwiesen, war mindestens so lebensgefährlich wie die durch die Viren, die uns gerade bedrohen. Die Jünger hatten mit unreinen Händen gegessen. Damit war eine Art von Schmutz gemeint, der in der Vorstellung der Pharisäer die Gegenwart Gottes im Leben eines Menschen nicht zuließ. So eine Art innerer Schmutz. Solchen Schmutz wollte man sich vom Leib halten, von den Fingern waschen, so wie Pilatus, der seine Hände in Unschuld wusch. Die Pharisäer betrachteten die Welt als einen moralisch schmutzigen, gefährlichen Ort. Überall lauern Gefahren, die den Menschen von Gott wegziehen wollen. Und davor muss man sich schützen. Und so meinten sie, das mit rituellen Waschungen leisten zu können. Doch Jesus sieht die Sache anders. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen. Das, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn alle bösen Gedanken kommen von innen, aus dem Herzen des Menschen. Nachzulesen in Markus 7. Die eigentliche Gefährdung für unser geistliches Leben, für unser Verhältnis zu Gott, das, was uns unrein, also böse, sündig, innerlich kaputt macht, das ist schon drin in uns. Was von außen kommt, das kann man auch wieder loswerden. Davon kann man sich abgrenzen. Aber das, was in mir steckt, in meinem Herzen, in meinen Gefühlen, in meinen Gedanken, das ist, so sagt Jesus, schon verdorben und böse. Da hilft auch alles Waschen nichts und auch nicht der Rückzug aus einer Welt voller Versuchungen. Jesus wird deutlich und erzählt auf. Böse Gedanken, sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Das alles muss nicht erst von außen in uns eindringen. Es ist einfach schon drin. Wir sind damit geboren und aufgezogen worden, hineingewachsen. Wir haben auch ganz aktiv Anteil daran, haben daran mitgewirkt, mit allen unseren Fehlern und falschen Entscheidungen, all dem, was wir unseren Herzen und Seelen zugemutet haben. Aber wie ist uns zu helfen? Ich unterstelle Markus mal Absicht, dass er im Anschluss die Geschichte von einer heidnischen Frau mit ihrem kranken Kind erzählt. Bei diesem Kind ist das Problem
definitiv innen. Es wird von einem bösen Geist beherrscht. Diese Frau findet Heilung für ihre Tochter und für sich. Warum? Weil sie glaubt, dass Jesus solche Probleme in Ordnung bringen kann. Das ist für mich ein Fingerzeig des Markus und damit Gottes für den Ausweg aus unserer Misere mit den innenliegenden Problemen. Wir brauchen Jesus. Jesus hat sich in seiner Reinheit nicht gescheut, sich mitten in den Menschenschmutz zu begeben. Er sucht Kontakt zu unseren Herzen, egal wie es darin aussieht. Als die Pharisäer die fehlenden Waschungen anmahnten, ging es letztlich um die Frage, wie wir Menschen ein heiles und geheiligtes Leben vor Gott und mit Gott führen können. Sie wollten nicht verstehen, dass nur das heilende Erbarmen Gottes und die liebevolle Aufopferung Jesu der Grund unserer Gotteskindschaft sind und bleiben. Sie haben gedacht, es genügt, die Grenzen zu sichern, den Feind draußen zu halten. Deshalb haben sie ihr Herz nicht für Jesus geöffnet. Am Ende haben sie ihn sogar für ihren Feind gehalten, mit seinem Angebot der Gnade Gottes. Wir dürfen wie die heidnische Frau mit ihrem kranken Kind um Gottes Erbarmen bitten. Wir dürfen um die heilende Kraft seines Geistes, seines Wortes, seiner Liebe bitten, damit das Gute in uns Raum gewinnt und um uns herum. Wie David können wir beten: Ein reines Herz, Herr, schaff in mir. Bitte Gott, bring mein Herz, mein Denken, mein Fühlen in Ordnung. Und danke, dass du da bist, ganz nah bei mir. Amen.